Einen wundervollen, ihr Lieben, einen schönen Samstag wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet und habt Lust auf einen leckeren Kochstream. Wir machen heute Zucchini-Creme-Kokossuppe mit knusprigen Halloumi-Bites und als Hauptgang gibt es Ofenkartoffeln mit einem Hüttenkäse-Avocado-Tomate-Salat. Ja, Hüttenkäse. Ich habe Rabibi gefragt, was sein soll. Rabibi so Hüttenkäse. Halbierst du die Kartoffeln noch? Nein, ich besprühe die ein ganz klein bisschen mit Öl und jetzt kommen die über ein Stündchen in den Backofen. Das dauert jetzt. Tschüss, Kartoffeln. Tschüss, Kartoffeln. Wie viel Grad war der Backofen? 200. 200 Grad. Das ist mal was anderes, oder? Ja. 200 Grad Umluft. Rabibi versteht die Welt so, nicht mehr. Wo 180? Warum macht sie 200 Grad Umluft? Das macht sie nie. Das macht sie nie. Are you okay there? Tinker, geht's dir gut? Möchtest du reden? Nicht Wenn genug. Du reden möchtest, ist kein nicht Problem. Heiß genug. Was da Phase. Jetzt ist das hier schmierig. Ich muss da mal ganz kurz irgendwie drüber gehen. Wird nicht unschmieriger. Wobei, eigentlich koche ich heute noch eine Weile. Deswegen muss ich es jetzt nicht putzen. Aber jetzt ist es irgendwie... Nee, doch, mach mal. Komm, wir machen einen Putzen-Mood-Tape. Machst du jetzt? Oh mein wow. Gott. Ja, aber das kennst du nicht, ne? Hallo. Hallo. Schon wieder toxic. Was? Ehrlich, ehrlich. Jetzt kümmern wir uns um unsere Kokos-Zucchini-Cremesuppe. Die freue ich mich sehr. Das kam zustande, ihr Lieben, weil ich mir Zucchini gekauft habe, so 1 Million, und habe eine gegessen und dachte, was mache ich mit den restlichen 800.000, die ich habe? Und dann dachte ich so, geil, eine Zucchini-Cremesuppe. Was schätzt du, wie viel ist das? 172 Gramm. 1772 Gramm. 1772 Gramm. Ein Kilo. Nur? Ja. It's 1052. Wow. Leute, es ist passiert. Es ist 2023, der 5. August und ich habe schon 2 Adventskalender bestellt. Ja, was soll ich denn sagen? Und mich für den Newsletter für den 3. angemeldet, damit ich nicht verpasse, wenn er rauskommt. Hä, man muss vorbereitet sein. Ja, weil die letztes Jahr ja zu spät gekommen sind. Wobei, ehrlich gesagt. Ey, den Sallys Welt hätte ich fast nicht mehr den bekommen. Du, da hast du wirklich noch drum gekämpft. Welche hast du bestellt? Den Sallys Welt und Just Spice. Ja, aber die haben aber ein unschlagbares Frühbestellerangebot tatsächlich. Das heißt aber, ab nächste Woche gibt es die kleinen Weihnachtsmänner auch schon in jedem Einkaufsladen. Also ich glaube, basically. Ende August fängt es an, oder? Ja. Gibt es da nicht die ersten Lebkuchen? Boah, Lebkuchen. Spekulatius. Oh. Also diejenigen, die schon, mich schon länger gucken, die wissen, ich bin Adventskalender-Main. Das ist für mich das Schönste an Weihnachten, Adventskalender-Türchen aufmachen. Es ist so, als würdest du jeden Tag ein kleines bisschen Geburtstag haben. Jawohl, 24 Tage Geburtstag. Und ich freue mich jetzt schon auf alle, die es gibt. Nom, 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 nom. So, wir würzen. Zucchini-Gewürz. Om nom 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 nom. So langsam ist so ein bisschen die Feuchtigkeit raus. Langsam kommt, riechst du das? So langsam ist es auch so richtig. Es gibt einen Niedergang. Also man braucht Geduld bei der Zucchini. Die sollten möglichst, magst du mal draufhalten? Oh ja, sehr gerne. Guck mal, da habe ich 2 Stückchen, die sehen richtig gut aus schon. Lupsi, lupsi. Wenn die so ein bisschen angeröstet sind, so sollten die meisten Zucchini-Stückchen aussehen. Dann sind sie perfekt für die Suppe. Danke. Ja. Darauf warten wir jetzt noch, dass ein paar mehr in die Richtung aussehen. Und dann müssen wir auf einen Topf umschwenken. Warum? Damit das Pürieren nachher nicht wieder in alle Richtungen geht. Deswegen. So, was wir schon mal machen können, ist einen Liter Gemüsebrühe vorbereiten. Ich nehme einfach Instant-Gemüsebrühe, das heißt, ich mache so einen Liter da rein. Also ungefähr so viel Zucchini, wie wir haben, so viel Gemüsebrühe kommt auch rein. Ein Kilo Zucchini, ein Liter Gemüsebrühe. 400 Gramm Zucchini, 400 Milliliter Gemüsebrühe. So. Dann holen wir schon mal Kokos. Oh ja. Oh ja. Alles, was mit Kokos ist, ist gut. Ich habe hier die cremige, die dickflüssigere. Die kommt gleich mit rein. It's so creamy. Mm. So. Jetzt darf das Ganze so ein bisschen vor sich hin köcheln. Dafür müssen wir es noch ein Stückchen höher machen.
Und dann wird es gleich püriert und dann gibt es das erste Abschmecken der Zucchini-Cremesuppe. Numsi, numsi. Und was wir als nächstes machen, sind die großen Halloumi-Würfel, die es dazu gibt. Wir brauchen eine Schüssel mit Ei, eine Schüssel mit Mehl. Mhm. Darin wälzen wir unseren Halloumi. Darf ich den Trick zeigen? Was für ein? Mehltrick. Was ist der Ich mach nichts dreckig. Ich mach auch nichts sauber, weil ich nichts dreckig mache. Wie geht der? Mehl von A nach B transferieren. In eine Schüssel reintun? Mhm. No, nur cool. Komm, wir machen das. Okay. Komm, das ist cool. Wo ist Mehl? Wo ist eine Schüssel? Und ich brauche einen Schneebesen. Ah, okay. Ich weiß, was er machen möchte. Hast du es gesehen? Ja, ja. Okay. Ja, dann ist es langweilig. Toll. Ich habe gedacht, ich kann dein Mind ein bisschen expanden. Also wir brauchen Mehl, wir brauchen Semmelbrösel und wir brauchen Ei. Und dann wird unser Halloumi erst im Ei gewälzt, erst in dem Mehl gewälzt, dann wird er im Ei gewälzt und dann wird er in den Semmelbröseln gewälzt. Das riecht jetzt schon ganz, ganz, ganz gefährlich hier, ne? Was riecht gefährlich? Das Essen. Gefährlich lecker, meinst du? Ja. Jetzt gucke ich, ob ich genug Ei habe, um das jetzt alles schön... Wartet, Moment jetzt mal. Entschuldigung. Erst machst du so, dann so, jetzt bitte. Sieht jetzt schon lecker aus. Oder? Sieht ein bisschen so aus, als könnte man das jetzt schon essen, aber es ist, glaube ich, echt ekelhaft jetzt. Ja, ich glaube, jetzt ist tatsächlich echt irgendwie... Oh. Now we make a little Würfel, indem wir einfach immer runterschneiden bis zur Schale. Also mit ganz, ganz leichtem Druck und ihr merkt dann, wann der Widerstand der Schale kommt. Nicht zu doll, ansonsten ritzt ihr euch unten den Finger durch. Und wenn du jetzt mit dem Löffel einmal an der Schale unten entlang fährst, kannst du im Grunde genommen einfach die Würfelchen rausmachen. Wow! Und schon hast du ganz viele Avocado-Würfelchen. Thank you. You're welcome. Wie erkennt man eine reife Avocado im Laden? Ein bisschen drücken. Also zermatscht nicht die Avocado-Dinger im Laden mit einem ganz leichten Druck. Und wenn sie dann ein bisschen nachgeben, dann sind sie gut. Wenn sie hart sind, könnt ihr sie zu Hause einfach... Also Avocado sind halt fiese Biester. Na, der Lebenszyklus an Avocado ist so unreif, 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 unreif. Also pro Tag. Ein Tag unreif, der nächste Tag unreif, der nächste Tag unreif. Ihr drückt morgens, oh reif, 2 Stunden später, ich bin vergammelt. Also Avocado sind wirklich Zippen. Also ich habe pro Person eine halbe Avocado und pro Person 200 Gramm Hüttenkäse. Aber das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden. So, jetzt haben wir hier 300 Gramm, 600 Gramm, 900 Gramm, also pro Person so 200 Gramm Tomaten. Tomaten, machst du die nochmal klein oder packst du die so? Ja, die mache ich nochmal klein. Boah, viel Spaß. Ja, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass die Kartoffeln jetzt wirklich raus können. Jetzt waren sie 1,5 Stunden drin. Da sollte auch die ganz große durch sein. These are the oven Kartoffels. Kartoffel. Kannst du mal gucken, ob wir Schnittlauch im Kühlschrank haben oder ob ich den drüben habe? Oh yes, kannst du mir den einmal abwaschen? Gern den Kühlschrank zumachen. Ja, was lachst du jetzt? Schon ist immer... Wirklich! Lach nicht so dreckig! Lustig, was willst du? Ja, jetzt sieht man mir bei lustigen Sachen lachen. Das war sehr gut wörtlich genommen. Guck mal, ich fächer die hier einfach ein bisschen mehr auf, damit man mehr sieht, dass die drunter liegt. Vielleicht funktioniert das fürs Foto ganz gut. Du bist gut. So schlau. Ja. Ja. Boah, sieht richtig gut aus. Oder? Dann kommt wieder Butter da rein. Klecks 1. Klecks 2. Sorry. Alles gut. Komm mal rein, Big. Hier nochmal ein bisschen Butter. Boah, wie die Insel schmilzt. Und hier nochmal ein bisschen Butter. So, jetzt kommt auch hier einmal der Käse rein. Und hier Käse drauf. Und da Käse drauf. Und dann kann Butter und Käse zurück. Und Rabibi und ich probieren gleich live für euch. Oh, ehrlicherweise auch für uns. Ehrlicherweise ein bisschen mehr für uns, aber... Guten euch, Dankeschön.
Mmh. Oh, machen Dankeschön. Wir die im Herbst öfter. Ey, die ist so lecker und die ist so schnell gemacht.